Willkommen zurück zu Let's Play, die Demo-Version von Rogue Your Legacy. Und mir fällt gerade auf, ich habe mal wieder vergessen, das Musik-Volume runterzustellen. Das machen wir jetzt einfach ganz schnell. So, das müsste alles passen und ja, zurück. So, ich muss das Spiel natürlich etwas neu installieren, da ich, wie gesagt, ein bisschen geübt habe. Ich glaube, das wird nicht viel bringen, da, naja, ich die Fähigkeiten jetzt nicht mehr habe, die ich da blöderweise gekauft habe, was natürlich blödsinnig war, hätte ich lieber lassen sollen. Entsprechend wird das genauso fehlig verlaufen wie das letzte Mal wahrscheinlich. Das werden wir dann aber noch sehen müssen. Die Story lassen wir erstmal links liegen, darum kümmern wir uns, wenn wir das Spiel tatsächlich spielen. Oh. Ah! Stirb! Du auch! Aua. Ich sag ja, viel erwarten müsst ihr jetzt noch nicht. Weil, wenn man sozusagen hier übt, läuft es darauf hinaus, dass man mehr Fähigkeiten auch bekommt. Und die habe ich jetzt natürlich nicht mehr und dementsprechend muss ich mich wieder auf die alten verlassen. Was natürlich erst wieder einen Moment der Umgewöhnung braucht. Aber ich denke mal, wir springen jetzt immerhin nicht in alles rein, also vielleicht hat es doch ein bisschen gebracht. So, aber jetzt weniger die ganze Zeit darum, will ich weniger die ganze Zeit drüber reden, dass ich geübt habe, sondern einfach mal ein bisschen weiterspielen. So, und zwar, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht wirklich erwähnt, gibt es dieses Spiel momentan bei Steam Greenlight sozusagen zum Voting, ob es das sozusagen bei Steam geben wird. Wenn euch das Spiel also interessiert, also ob ihr das bei Steam haben wollt oder nicht, sei jetzt mal erstmal dahingestellt, dann votet einfach mal dafür. Und das hier ist übrigens ein interessanter Raum, den ich selten bisher gefunden habe. Und zwar kann man dem hier sozusagen ein bisschen Gold geben. Ich glaube, man gibt ihm die Hälfte, genau. Und jetzt haben wir vier Kisten hinten zur Auswahl. Eine ist eben leer, eine ist relativ hell, sagt er. Die andere scheint eben sehr stark und die andere ist eben sehr, sehr, sehr hell. So, heißt einfach, wie viel Geld da sozusagen drin ist. Ich glaube, one is light. Heißt so viel wie, das ist so viel drin, wie wir reingezahlt haben. Und das Telefon klingelt. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. So, ich liebe solche Störungen zwischendurch. Das bringt einfach den nötigen Spielfluss. Also, wo waren wir? Genau, die vier Truhen. Also, die eine ist leer, die andere, da kriegen wir schon wieder, was wir reingezahlt haben. In der nächsten bekommen wir ein bisschen was und in der nächsten natürlich super viel. Wir probieren es natürlich aus, geben ihm die Hälfte von unserem Gold, nehmen einfach gleich die erste Kiste und bekommen ein bisschen mehr. 30 Gold mehr, immerhin. Besser als nix, aber auch kein Reichtum. Ich glaube auch, das richtet sich ein bisschen danach, wie viel Geld wir schon hatten. Du lebst doch bestimmt. Oh. Oho, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Wir wurden soeben von einem verdammten Spiegel umgebracht. Und zwar einem sehr großen, der offenbar noch ein paar extra Fähigkeiten hat, die ich nicht kannte. So, wir haben damit wieder unseren ersten Helden verloren und suchen uns einen neuen aus. Barbar, knappe und knappe. Man muss übrigens noch sagen, diese Traits hier, also diese Schwächen der Charaktere, das ist nur eine geringe Auswahl. Das ist momentan nur eine Demo. Das heißt, es wird da in dem Hauptspiel natürlich weitaus mehr interessante Behinderungen und so weiter geben, die das Spiel dann ein bisschen interessanter machen, nochmal zusätzlich. Genau das gleiche gilt auch für die Magie, soweit ich weiß. Also es ist alles noch weit ausbaufähig. Ich gehe auch gleich nochmal drauf ein. So, die hier, eine Barbarin, die nicht 3D sehen kann. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber wir nehmen sie einfach mal und kaufen uns einen Schmied. So. Yay! So, einfach mal ein bisschen aufrüsten hier das Ganze. Mhm, das haben wir auch alles schon gemacht, soweit ich weiß. Und dann nochmal das. So. Können wir noch irgendwas Interessantes kaufen? Ja, die Enchant... Nicht? Achso, 70. Oh. Gut, dann war es das hier. Ich denke, hier können wir auch nichts kaufen. Das war auf jeden Fall teurer und wir sind jetzt schon Level 4, immerhin. Hier ist wieder unser lieber Charon, der Boot, der eins über den Fluss Styx in die Unterwelt bringt. Und wir müssen ihm wieder all unser Geld geben. Da lacht er uns aus. Kann ich gut verstehen. So. In der Demo-Version ist es außerdem so, diese Tür hier, die zeigt an, wie viele man von den Bossen getötet hat. Es gibt wohl einen zentralen Boss, der hinter dieser Tür ist. Und was, und man muss zuerst alle vier anderen töten, die drumherum sind. Bei der Demo-Version ist es so, dass nur ein einziger Boss da ist, und zwar dieser Kreis hier oben, der hier oben links, der ist da. Außerdem hat man auch gerade schön gesehen, was es heißt, dass wir nicht 3D sehen können, nämlich wenn wir uns umdrehen, dass wir dann kurz, uns zusammenfalten wie ein Stück Papier. Hier außerdem die Map, ne?
Normalerweise, also in der Demo-Version ist jetzt zum Beispiel nur das Castle betretbar, der Dungeon und der Forest sind, und der Tower sind beide noch nicht drin und ich habe aus Versehen das Buch aktiviert. So, bla 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 bla, gucken wir uns von anders an, nicht jetzt. Und wir gehen einfach nochmal rein. Messerwurf! Oh, der war wirklich gut, der Wurf. Kann man hier mal ein bisschen benutzen. Jetzt haben wir zwar fast unser ganzes Mana verbraucht, aber das war es doch wert. Aua. Oh, Vorsicht, Knochen. Noch ein Knochen. Ein Schuss. So, ich frage mich, ob die Musik immer noch zu laut ist. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Aber selbst wenn, sei es drum. Schaffen wir das? Ja. Sehr gut. Wir kommen hier relativ gut durch. Hatte ich nicht erwartet. So. Oh, das war blöd. Diese großen Ritter hier sind zwar behäbig, aber wenn sie einen treffen, ist es natürlich weniger schön. Einerseits, weil man sich davon hat treffen lassen und andererseits, weil es eine Menge Schaden macht. So. Ach je. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass man auf diesen Bücherregalen auch stehen kann. Aber das soll wohl auch so sein. Der ist weg. Hier ist eine große Kiste. Ganz viel Geld. Oh. Wir werden so reich. Aua. Und tot. So. Noch mehr Geld. Das war jetzt nicht so viel da drin, aber immerhin. Geld ist Geld. Und Braunkohl ist Braunkohl. Und wie ging das weiter? Ach, ich kann das nicht. Zombie. Ah! Ich hab doch nichts gegen dich. Außer eben, dass du tot bist und mich angreifst. Und wir haben die Ritterrüstplatte gefunden. Aua. Und jetzt tötet uns ein Nebulak. Ein wildes, wohlgemerkt. So, hallo? Hallo? Danke. Oh. Ich hatte erwartet, dass mit drei Schlägen tot ist, deswegen bin ich weitergerannt und... Ja, jetzt sind wir gestorben, dadurch, dass wir einen Gegner berührt haben. Wir haben es einfach drauf. Und das war Sir Grey. So. Ein Magier, die werden später interessant, wenn wir ein bisschen mehr Mana haben. Momentan eher noch weniger. Throws a giant axe in an air. In an arc. Achso. Was haben wir denn hier? Ein Paladin. Mit Hypergonadism. Da weiß ich gerade gar nicht genau, was es ist. Permaroided. Aber dass wir Gegner weiter wegschlagen, ist natürlich schon mal interessant. Der Zauber ist nicht so prall. Das sind so vier Kugeln, die mal von den Wänden abprallen. Naja. So, Barbaren, hätten wir auch nochmal, aber ich glaube, ich möchte trotzdem den Paladin mal nehmen. Einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen und wir geben Geld aus. Juhu! Einmal für die Enchantress. Ja, faszinierend. Und noch für den Architekten. So. Was haben wir denn hier noch? Upgrade Barbarian. Wäre eine Idee, aber ich möchte lieber mal eben gucken, ob wir uns die Brustplatte leisten können. Ja, das kennen wir auch schon. Mhm. Das Schwert ist angeblich neu, macht 7 Schaden mehr. Mal sehen. Ich wollte erstmal nach der Brustplatte gucken. Können wir uns die leisten? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, wir kaufen uns das Schwert. Und können wir uns das auch noch leisten? Ja! Ich denke mal nicht, dass wir uns hier noch was leisten können. Wenn doch, dann nehmen wir das natürlich. Aber ich halte es für unwahrscheinlich. Jo. Gut. Die erste Rune kostet 100, deswegen können wir das auch vergessen und geben wieder dem Typen hier unser Geld. Auch das ist natürlich etwas, was man später kaufen kann, dass man zum Beispiel 20% oder so letztendlich behält. Aber, naja, das ist jetzt... Oh, kommen wir überhaupt unbeschadet rüber? Ja. Hallo Gemälde. So. Das war das Gemälde und jetzt... Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Oh, oh. Bei denen hier muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil sie offenbar nicht angreifen. Hallo? Oh, unser Knockback ist wirklich extrem. Nee, das hole ich lieber nicht. Wir zerkloppen einfach alles, was uns in die Quere kommt.
Oh, wir haben wirklich auch sehr immensen Schaden, den wir austeilen. Und wir können jetzt auch, da wir ein Paladin sind, mit Y, können wir jetzt blocken. Das kostet allerdings Mana, sobald uns dann irgendwas trifft. Nur mal zur Demonstration. Genau. Jetzt haben wir nur 25 Mana eingebüßt, aber kein Leben. Und wir können ja auch mal den Zauber zeigen. Das war natürlich super. Wow. Aua. Das war gut geblockt. Oh, das war weniger gut geblockt, weil ich es gar nicht gemacht habe. Im Allgemeinen ist sowieso Ausweichen eher die Devise, weil Mana-Kosten sind auch Kosten und so. Schneller. Ach Gottchen. Ich glaube, wir sterben gleich. Jo. Und das war Sir Teddy. Ein sehr epischer Name, muss man ihm lassen. Und wir sind wieder im Stammbaum. Hier kann man auch immer noch mal nach hinten gucken. 700 bis 37, 37 bis 57. Ich weiß nicht, ob das unbedingt anzeigt, wie lange man durchgehalten hat. Könnte sein. Lady Lisa the Mage, natürlich trotzdem mit Bart, obwohl es eine Lady ist. Was haben wir hier? Lady Antoine. Ich glaube, so spricht man das hier aus. Paladin ohne Schwächen und mit Wurfmessern, die ich übrigens sehr gerne mag. Aber den hier werden wir vermutlich nehmen, denn es ist ein kleinwüchsiger Charakter, den ich sehr gerne mag, muss ich sagen. Und wieder sind wir offenbar sehr stark und gleichzeitig klein. Allerdings sind wir ein Knappe und das heißt, wir bekommen ziemlich viel ab. Haben dafür aber eine erhöhte Crit-Chance. Wenn ich mich recht erinnere, könnte sein. Das können wir uns nicht leisten. Was haben wir hier? Attack up. Das nehmen wir doch gleich mal. Das können wir uns alles nicht leisten. Dann nehmen wir nochmal Mana ab. So. Hm. Hui. Wir sollten uns auch bald möglichst dann eine Rune kaufen, damit wir zumindest einen Doppelsprung mal haben. Oder vielleicht auch den Dash. Ich weiß es noch nicht. Wir haben aber noch keine Runen gefunden. Aber ich glaube, ein paar gibt es am Anfang zumindest. Ob das natürlich nur wegen der Demo so ist, weiß ich nicht. Könnte dran liegen. Vielleicht ist das aber auch immer so, dass es schon am Anfang ein, zwei Runen gibt. Wow. Man sieht vielleicht, wir machen immensen Schaden für so einen kleinen Kerl. Nicht, dass kleine Leute jetzt irgendwie schwächer werden oder so. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber ist mir bisher noch nie untergekommen, die Kombination hier. So, hier müssen wir einfach nur ein bisschen schnell sein. Halt nicht zu lange stehen bleiben an einer Stelle. Dann sollte das hier kein Problem werden. Oh oh. Okay, ich glaube, weil wir Zwerg sind, kommen die Stacheln nicht raus. Das könnte gut sein. Wäre auf jeden Fall eine interessante Nebenwirkung. Hier haben wir angeblich ein Secret, aber ich glaube, das ist einfach nur das Buch. Und die wollen wir... Oh, na danke. Mist. Oh, das ist aber kein netter Raum. Ich glaube, ich will hier gar nicht hoch. Wir gucken uns erstmal woanders um und lassen uns hier durch den Boden fallen. Warum auch immer wir das wollen. Aha. Und, runter. Okay. Wow, das hat sich echt gelohnt. Naja, so ein bisschen. Aber wir haben es. Und was wir haben, das nimmt uns niemand mehr weg. Außer vielleicht Charon. Ah! Wir rennen einfach komplett durch. Da kann uns nicht allzu viel passieren. Yay, Messerwurf hat funktioniert. So. In der Beschreibung steht auch, dass das Ganze hier als Brückenprojekt gedacht ist. Und zwar kommt am nächsten Wochenende, hoffe ich, wenn alles gut läuft, ein neues Projekt. Kann ich ja schon mal leicht fast schon spoilern. Ich hoffe, das wird euch gefallen. Und wir sind verreckt, weil ich blöd war. Wie immer eigentlich, wenn ich hier sterbe. Und das war Lady Blair. So. Ich denke, einen spielen wir noch. Lady Chun-Li. Ein Knappe mit
Ah, ich weiß nicht. Wie heißt denn das nochmal? Nicht Nahsicht? Nein. Nicht Nahsicht, meine Güte. Kurzsicht. Genau. So. Ein Paladin mit Sicheln und Baldness. Naja, ich glaube, der Timer hat gerade gerappelt, deswegen, wir verschieben es auf den nächsten Part. Bis dann. Tschüss.